Hi Fans, heute möchte ich einem Wunsch von euch nachkommen, und zwar einem Chamäleon-Video. Wir haben uns zum Anlass genommen, dass unsere kleinen Helmchamäleons, viele von euch werden sie aus dem Laden schon kennen, Nachwuchs bekommen haben. Und dementsprechend haben wir gedacht, kommt, da können wir tatsächlich mal ein Video drüber drehen, weil das doch eine Art ist, die mittlerweile seltener gehalten wird. Insgesamt haben wir 8 kleine Babys bekommen, was eigentlich schon eine sehr große Zahl ist für den ersten Wurf eines Helmchamäleons. Wir haben jetzt gerade nicht die Uhr ein Jahr vorgeschraubt und die Tiere sind ein Jahr gewachsen und jetzt so groß, sondern das hier ist der Papa zu den Kleinen. Die Babys haben wir aus den Gründen, um Stress zu vermeiden, jetzt erstmal wieder ins Terrarium gepackt. Wir wollten sie euch erstmal nur zeigen, sodass ihr tatsächlich mal seht, wie klein so ein Helmchamäleon, was ja generell schon klein ist, aussieht als Baby. So, Kumpel, das ist für dich definitiv angenehmer und stressfreier als auf der Hand. Da wären wir bei so einem schönen Thema. Chamäleons sind tatsächlich sehr stressempfindliche Tiere und dementsprechend sollte man das Handling bei Chamäleons auf das Minimum reduzieren. Heute habe ich euch jetzt mal gezeigt, dass wir eben nicht nur die Standard-Chamäleons hier haben, wie zum Beispiel Jemen-Chamäleon oder Panther-Chamäleon. Ich glaube, das sind so die Chamäleonarten, die man so am gängigsten kennt. Die kleinen Helmchamäleons, so wie dieser kleine Kerl hier, sind relativ selten in der Haltung, weil sie gar nicht so einfach zu halten sind. Jetzt denkt man erstmal, ja, kleines Chamäleon braucht wenig Platz. Der Kollege kommt aus Kenia, aus Afrika. Da denken die meisten Leute erstmal, oh, der braucht es schön warm. Das ist hier definitiv nicht der Fall. Helmchamäleons gehören zu den Montanarten, sprich also sie kommen aus Regionen oder in Regionen vor, die 1200 bis 3000 Meter über dem Meeresspiegel liegen. Also sprich aus Bergregionen. In diesen Bergregionen ist es definitiv nicht warm. Hier reden wir wirklich von Temperaturen, die die Tiere vertragen, von 20 bis 25 Grad. Punktuell darf das auch mal an die 30 Grad gehen, aber das sollte definitiv nicht der Dauerzustand sein. Wenn man so ein kleines Chamäleon artgerecht halten möchte, muss man sich natürlich hier auch Gedanken über die, nicht über die Wärmefunktion machen, sondern wie kühle ich in unseren Hochsommern, die ja gerne mal sehr heiß werden, und unsere Wohnungen, die sehr heiß werden, diese Tiere runter. Da gibt es mittlerweile von verschiedensten Firmen auch extra Klimageräte für die Terraristik, was das Ganze natürlich mittlerweile ein bisschen einfacher zu halten macht wie noch vor 10 Jahren. Heute ist es natürlich auch so, dass wir so Helmchamäleons oder generell auch die Dreihornchamäleons sehr gut in großen Gaseterrarien in zum Beispiel unserem Garten, einem schönen schattigen Plätzchen halten können. Wo wir natürlich trotzdem immer ein Auge drauf haben müssen, dass hier definitiv nicht zu viel Wärme entsteht. Chamäleons sind Fließwassertrinker, also sprich, sie trinken nur Wasser von Regentropfen und von den Blättern. Das heißt, dass wir, selbst wenn wir das Tier entweder im Garten oder in der Wohnung halten, wir hier keinen Wassernapf wie zum Beispiel einem Gecko zur Verfügung stellen, sondern wir arbeiten hier mit Beregnungsanlagen, einfach aus dem Grunde, weil sie diese Tiere in der Natur tatsächlich nichts anderes zu trinken bekommen wie Tautropfen oder eben nach einem Regenguss Regenwasser. Die Tiere kommen, weil sie halt so klein sind, einfach auch nicht an den Boden, und dementsprechend wird man Chamäleons eher weniger am Bach trinken sehen oder an einer Pfütze trinken sehen. Die Haltung eines Helmchamäleons sollte man definitiv gut vorbereiten. Hier ist es so, dass wir fernab von den üblichen Glasterrarien arbeiten, sondern da es sich hierbei um Frischluftfanatiker handelt, wir mit sogenannten Gaseterrarien arbeiten, die wirklich die höchstmögliche Belüftungsfläche bieten, sodass die Tiere nicht an Stickluft erkranken. Wenn wir so ein Terrarium einrichten für die Tiere, ist es ganz wichtig, dass wir den Tieren wirklich viele feingliedrige Pflanzen, viele feine Äste zur Verfügung stellen, damit die Tiere die Äste auch wirklich umgreifen können. Also so große Äste wie hier sollte man wirklich nur in Maßen und nicht in Massen da reinstellen. Also man sollte hier definitiv die
Acht drauf nehmen, dass die Tiere auch Äste haben, die sie mit den Füßen fest umgreifen können. Des Weiteren ist es hier wichtig, dass wir in dem Terrarium, was nicht zu klein ausfallen sollte, auch wenn wir hier, ja, Zwergchamäleon, das ist immer eine doofe Bezeichnung, mit einer kleineren Art zu tun haben, die wirklich eine Kopfrumpflänge nur von 10 cm bekommen und eine Gesamtlänge von maximal, also Gesamt mit Schwanz, dann von 25 cm, ist es trotzdem so, dass diese Tiere Platz brauchen. Diese Tiere möchten gerne immer noch ein Terrarium haben oder ein Netzterrarium haben von mindestens 60 mal 60 cm Bodenfläche und 1,20 Meter in die Höhe. So als Strauch- bzw. Buschbewohner ist es halt so, dass die Chamäleons immer versuchen, an die höchste Stelle zu gelangen. Von der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit her, deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig, dass wir hier wirklich dieses Terrarium mindestens eine Woche vernünftig einfahren lassen, das Ganze kontrollieren, ob das passt. Ist es nämlich bei den kleinen Chamäleons so, dass wir hier eine Temperatur tagsüber von 20 bis 25 Grad und eine lokale Erwärmung, zum Beispiel unter einer UV-Lampe, von maximal 30 Grad erwirken wollen. Die Nachtabsenkung, das ist das Problem, was viele Leute haben, warum diese Chamäleons eher seltener gehalten werden, ist halt die, dass wir das Ganze um mindestens 10 Grad senken müssen. Das funktioniert dann wiederum wirklich am besten über ein Klimagerät. Die Luftfeuchtigkeit sollte hier bei 60-80% am Tag liegen. Das schafft man über Beregnungsanlagen, über den Einsatz von wirklich echten Pflanzen und mehr oder eben, wenn keine Beregnungsanlage da ist, mit mehrfachem Sprühen am Tag. Nachts darf die Luftfeuchtigkeit ruhig noch höher gehen, denn in den Nebelwäldern, in den Bergen, wo die Tiere herkommen, herrscht nachts eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit, bis zu 100%. Wie so viele Chamäleons sind auch die Helmchamäleons ganz normale Insektenfresser, also sie nehmen tatsächlich keine pflanzliche Kost auf, sondern ernähren sich wirklich nur von Insekten, die quasi ins Maul passen. Das sind Fliegen, Heuschrecken, Grillen. Das ist so die bevorzugte Nahrung. Natürlich sollten wir auch hier immer darauf achten, dass die Tiere mit Vitamin- und Mineralstoffpräparaten gut supplementiert sind, damit die Knochen stabil bleiben und sich keine Rachitis einschleicht. Ich denke mal, ich habe euch jetzt hier vieles erklärt zu dem Thema und würde euch jetzt noch mal einmal ganz kurz und knapp im Haltungscheck erklären, was ihr alles braucht. Die Helmchamäleons erreichen eine Größe von bis zu 25 cm. Wir reden hier nicht von der Kopfrumpflänge, sondern von der Gesamtlänge des Tieres. Da die Helmchamäleons zu den kleineren Chamäleonarten zählen, hält man sie in einem Gaseterrarium mit einer Mindestgröße von 60 x 60 x 1,20 m. Helmchamäleons erreichen im Schnitt ein Alter von 2 bis 4 Jahren und werden mit circa einem Jahr geschlechtsreif. Bei den Helmchamäleons handelt es sich um eine Art, die lebendgebärend ist. Anders wie bei anderen Chamäleons. Hier ist es so, dass wir nach ungefähr 100 bis 150 Tagen Tragezeit bis zu 22 Jungtiere erwarten können. Für eine Erstgebärende tatsächlich gar nicht mal so verkehrt. Unser Mädel hat bei ihrem ersten, ich nenne es mal Wurf, ich denke mal, das ist auch nicht unbedingt die verkehrteste Bezeichnung, weil ein Gelege ist es nicht, hat die kleine Maus tatsächlich 8 Jungtiere bekommen. Schön wäre es eigentlich mal zu erfahren, wie viele Jungtiere ihr bei euren ersten Würfen hattet. Eine Brutpflege betreiben die Helmchamäleons hier nicht. Hier ist es ganz wichtig, die Jungtiere nach der Geburt tatsächlich am besten sofort von dem Muttertier zu separieren, sodass das Muttertier die Jungtiere nicht aus Versehen aufisst. Also ich kam noch nie auf die Idee, mein Kind zu essen. Aber generell ist es so, dass Chamäleons eigentlich reine Insektenfresser sind. Als Insekten darf man denen tatsächlich alles anbieten, was quer ins Maul passt. Die Helmchamäleons kommen aus Afrika, allerdings aus den höher gelegenen Regionen und sollten somit Temperaturen von tagsüber 20 bis 25 Grad, maximal 30 Grad zum lokalen Erwärmen. Und nachts sollte das Ganze um 10 Grad runtergekühlt werden. Hier empfiehlt sich tatsächlich der Einsatz von einer
einem Klimagerät. Die relative Luftfeuchtigkeit sollte bei den Helmchamäleons bei 60-80% liegen. Nachts darf das auch gerne bis auf 100% hochklettern. Das Terrarium sollte ein, wie bereits schon erwähnt, ein Gaseterrarium sein, was mit vielen echten Pflanzen bestückt ist. Es sollte mit einer Beregnungsanlage gearbeitet werden, feinen Ästen, und dann fühlen sich die Tiere wohl. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und ein Like dazulassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.